Ahoi, liebe Campingfreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Heute wieder für euch ein Camper-Talk. Ja, und zwar mit Ela und Olli von Van Riding. Aber wann geht's damit erst los? Nach dem Intro. Unsere heutigen Gäste im Camper Talk sind uns per Videoschalte aus dem tiefsten Süden zugeschaltet. Ja, weil irgendwie Corona dazwischen gekommen ist. Der Talk war nämlich schon viel länger geplant. Aber mit ein bisschen Verzögerung, jetzt hat es geklappt. Und damit Grüße in den Süden. Hallo Ela, hallo Olli. Hallo. Servus, hallo, ihr beiden. So, die wichtigsten Fragen, damit wir erstmal reinkommen. Wie geht's euch und vor allem, wie war die Messe in Freiburg? Ja, es geht uns blendend, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, ja. Wir sind völlig übermüdet. Die Messe war toll. Wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Wir hatten sehr, sehr viele Leute kennengelernt. Viele Gespräche, richtig gute Gespräche. Viele Gespräche, genau. Ja. Das mit Tobi war natürlich ein bisschen alles emotional, logischerweise. Aber ja. Naja, es war eine Abschiedsmesse und ja. Genau. Aber wir haben noch mal richtig gut gefeiert am Samstag und ja. Hatten Spaß. Ja, wer so die, wie heißt es so schön, die Instagram-Story so von Markus sieht, merkt, hat auch gesehen, er hat auch sehr viel Spaß wohl gehabt. Und glaube, 5 Gläser weniger jetzt in seinem Van. Also es muss sehr viel Spaß gewesen sein in Freiburg. War es auf jeden Fall. Ja, wer euch jetzt nicht kennt, das kann ja passieren, der eine oder andere, warum auch immer. Es war sehr traurig, euch nicht zu kennen, aber er braucht jetzt einfach mal 5 Soft Facts von euch. Welche das sind, ist mir völlig egal. Ihr braucht mir jetzt 5 Soft Facts. Soft Facts, wie konnte ich denn so einen Begriff nennen? Informationen. Mit anderen Worten, wer seid ihr und was macht ihr? Genau. 5 Stück. Wir zählen mit. Fangst du an? Nee. Das kommt mir bekannt vor. Ich will doch bei dem Begriff Soft Facts. Ja, habe ich auch noch nicht gehört. Tatsächlich. Ganz einfach. Also, wir sind Ela und Olli. Wir reisen sehr, sehr gerne. Wir sind in unserem Kastenwagen unterwegs. Und wir hatten eine coole Idee, so wie wir das denken und wie es uns auch in der Zwischenzeit viele Leute bestätigen. Nämlich hatte ich das Problem, dass wir immer den Müll im Auto hatten und sozusagen wir daraus die Sache entwickelt haben. Noch nicht verraten. Da kommen wir noch zu. Erstmal nur um euch. Ach so. Also nur uns. Okay. Nur euch. Also wir sind Ela und Olli. Wir reisen sehr gern. Wir sind super gern in Skandinavien unterwegs. Korrekt. Unser Van ist vielleicht nicht ganz so allein äußerlich Standard. Nicht von der Stange. Wir haben was mit Pferden zu tun. Aktuell ein bisschen weniger, aber das wird auch wieder kommen. Deswegen vielleicht auch Van Riding und hast du mitgezählt? Wie viel haben wir schon? Ich koche wahnsinnig gern im Van, weil da habe ich mein Gas. Das habe ich zu Hause nicht und das vermisse ich dann immer zu Hause. Und bei uns wird die Zündschnur auch nicht kürzer, auch wenn wir über mehrere Wochen in diesem schönen Kastenwagen unterwegs sind. Ich glaube, das ist so eine super Antwort. Und ich glaube, damit hat man den ersten Punkt, um zu wissen, wie die beiden ticken. Denn jetzt kommen wir dazu. Ihr seid ja neben den Ellis, der Campfire, der Ideen, selbst Ideenumsetzer. Du wolltest ja gerade schon so drauf zugehen. Jetzt die Frage, was habt ihr erfunden und wie kam es dazu? Erfunden, ich finde das immer ganz witzig, wenn man sagt, ich bin Erfinderin. Ich habe mir halt einfach was ausgedacht, weil ich ein tierisches Problem hatte mit den hässlichen Müllsäcken im Auto. Und jeder Kastenfahrer wird das jetzt wissen, was ich meine. Man hat halt immer das Problem, dass man nie weiß, wo man den Müll hintun soll, weil dafür nichts vorgesehen ist. Ein herkömmlicher Mülleimer ist immer im Weg. Sperrig, genau. Ja, die Mülltüte an sich, die hängt man natürlich dann dorthin, wo es halt gerade geht. Das heißt aber, dass die dann auch durchs Auto wandert und halt immer irgendwie trotzdem im Weg ist und auch hässlich ist. Und wenn es ganz blöd läuft, aufreißt. Ja, genau. Und der ganze Kaffeesatz und die Eier und das ganze Gerümpel alles am Boden. Oder wenn man es nicht im Auto haben möchte, sieht man es auch schon draußen an den Autospiegeln hängen etc. pp. Und dann haben wir, oder ich mir was überlegt
und haben die Sackerl entwickelt. Und der ein oder andere wird es vielleicht schon wissen. Geschrieben wird Z-Sackerl. Das kommt daher, dass wir Zimmermann mit dem Familiennamen heißen. Aber aussprechen tun wir es eigentlich selber auch Sackerl. Und das ist einfach der bayerische Begriff für Beutel. Und ich würde behaupten, es ist im Hintergrund davon doch einer zu sehen, oder? Ja, stimmt sogar. Das ist noch vom Wochenende, von der Messe. Da haben wir die natürlich auch ein bisschen den Leuten gezeigt, die bei uns am Auto waren. Und ja, es ist halt immer was anderes. Ich habe ja begonnen mit dem Ganzen, oder wir haben mit dem Thema begonnen 2020, als gerade Corona losgegangen ist. Und dann ist das natürlich alles über Instagram gelaufen und auch die Feedbacks kamen über Instagram. Aber es gab immer nur Fotos und keiner konnte es wirklich in die Hand nehmen. Und dementsprechend sind wir jetzt auch auf Vanlife-Treffen unterwegs und auch schon auf den ersten Messen. Oder selbst wenn wir auf Messen sind, wie jetzt am Wochenende und eigentlich nur für Talks da sind und für Vorträge sozusagen, kommen trotzdem schon die Leute zu uns ans Auto und sagen, habt ihr die Sackerl dabei? Kann man die mal anschauen? Und es ist halt total was anderes, ob ich das wirklich mal in der Hand habe, die Haptik spüren kann sozusagen und überhaupt auch mir eine bessere Vorstellung machen kann, wie das im Auto ausschaut, wie die Größe reinpasst etc. Und es ist halt schon cool, dass die Leute jetzt, also dass es schon langsam mehr und mehr Leute kennen und uns tatsächlich darauf ansprechen. Also ja, nicht, weil wir es irgendwie erwähnt haben, sondern die kommen halt tatsächlich dann nach dem Talk zu und ihr seid doch die mit den Sackerln und habt ihr da irgendwie was dabei und können wir uns das anschauen und wir kommen dann zum Auto. Es ist schon ein geiles Gefühl, wenn das eigene Produkt so ein bisschen langsam wächst. Genau, da ihr ein anderes Wort als Erfinder. Als Erfinder, das ist halt auch immer mal so interessant, hinter den Kulissen zu blicken, denn das geht ja nicht so einfach so. Also meistens gibt es auch so irgendwo Probleme und auch Konflikte von der Idee bis zur Umsetzung. Und das würde uns mal interessieren, welche Probleme, gegebenenfalls Konflikte gab es und natürlich, wie ihr mit dieser Situation umgegangen seid. Für die Leute, ja, die selber was erfinden wollen. Das Problem war tatsächlich das, die Idee, die wir hatten, und es gab ja unzählige Spaziergänge, wo wir das dann schon weiterentwickelt haben in unseren Köpfen, aber das, was da in den Köpfen war, tatsächlich auf Papier zu bringen, also dann wirklich ein Schnittmuster auch zu entwickeln, dass man das halt, also die Chance quasi hat, dass jedes Modell dann auch wirklich gleich aussieht, war tatsächlich ein Riesenproblem aus dem Grund, weil ich bin einfach in Mathe schlecht. Ich war noch nie eine Mathe-Heldin und ich habe dann gemerkt, dass man das, was tatsächlich im Kopf ist und was man auf das Papier bringen möchte, du musst um Proportionen und so weiter, die du dir ja quasi vorstellst und die du dann beim Nähen natürlich auch irgendwie dir, also die du erreichen möchtest, die musst du halt auf dem Schnittmuster entsprechend platzieren und da kam ich ins Spiel. Umsetzen. Und da hatte ich Gott sei Dank Olli, weil da hatte ich echt, also teilweise bin ich da wirklich verzweifelt. Ich saß dann vor dem Blatt Papier und habe dann gesagt, ich krieg das nicht hin. Ich muss allerdings sagen, ich hatte dann das Problem, ich habe halt von Nähen keine Ahnung. Also mittlerweile weiß ich viel mehr über Nähen wie damals und dann mit diesem ganzen Nahtzugabe und wieso und weshalb. Und ich meine, ich habe zwar die dreidimensionale Vorstellung, ja, aber dann wieso dann noch ein halber Zentimeter hier und dann faltet man das um und dann schiebt man das da durch und da habe ich dann meine Probleme. Ich habe nicht das Mathe-Problem, aber da habe ich dann echt ein Problem gehabt. Wie wird das eigentlich hergestellt? Und ich meine, wir haben ja auch mehrere Iterationsstufen gefahren bei dem Ganzen. Also die ersten Sackerl sahen ja völlig anders aus. Mhm. Und wir haben dann unsere gesamte Verwandtschaft und Eltern und haben wir alle gepestet, haben denen dann immer die Dinge alle gegeben, die nächste Version, haben gesagt, hier hängst du in die Küche, schmeißt Biomüll rein, schmeißt dreckiges Zeug rein, putzt es aus, um, weil es halt auch während Corona war, irgendwie Feedback zu kriegen. Weil du konntest ja nicht irgendwo jetzt auf eine Messe gehen, gab ja nichts, war ja im Endeffekt alles zu. Und wir waren hier unten ja sowieso die Ersten, die in den Lockdown gegangen sind und die Letzten, die aus dem Lockdown wieder raus sind. Also da waren halt die Möglichkeiten gering. Also haben wir halt alles, was wir so im Umfeld hatten, genutzt und die mussten alle Produkt testen. Und ich habe unzählige YouTube-Videos geschaut, weil das, was man natürlich in der Schule lernt, was man dann näht, ist zum einen schon längere Zeit her gewesen und zum Zweiten, man vergisst es natürlich auch wieder. Und überhaupt so dieses, ich setze mich jetzt an diese Nähmaschine, das war die alte Nähmaschine von meiner Mama und fange jetzt da mal wieder an, überhaupt das Gefühl dafür zu bekommen, wie rutscht denn der Stoff da durch und welchen Stoff brauche ich? Und Olli kam dann damit daher,
ach so, die hat ja zwei Fäden, da gibt's ja noch einen Unterfaden. Und wie fädel ich den Faden dann eigentlich ein, wenn die Rolle zu Ende ist? Und lauter so Sachen. Das allerdings war das eher ein Ding, das war weniger sackerbedacht, ja. Sondern mich hat die Technik einfach interessiert. Genau, also einfach, wieso ist das eigentlich so, wie es ist? Genau, also man hat halt nicht nur die Idee im Kopf, sondern du hast halt noch tausend andere Dinge, die dann dir sich in den Weg stellen, wo du einfach nicht so schnell weiterkommst, wie du denkst. Richtige Konflikte, also wenn man das jetzt auf uns bezieht, dass wir untereinander irgendwie, keine Ahnung, unterschiedliche Sichtweisen hatten, als es so richtig geknallt hat, es eigentlich nie. Nee, höchstens nur dann, wenn ich ungeduldig geworden bin und gesagt habe, kurze Fünferl, jetzt muss es mal schneller gehen. Also, aber das war dann an der Sache hat das gelegen und nicht am Olli. Also ganz wichtig für alle, die was erfinden wollen, versucht es nicht in der Pandemie. Das wäre vielleicht ganz gut. Also wenn da keine Pandemie da ist, hat man es leichter, Feedback zu bekommen. Weil gut, hat ja keiner geplant. Ja. Ne? Das weiß man manchmal so nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich muss dazu sagen, um das noch kurz abzuschließen, wir hatten schon in der Zeit eine super Community und wir hatten da schon echt gute Feedbacks bekommen. Und auch erste Kunden tatsächlich. Von den ersten Kunden, genau, weil damals hatte ich das ja dann auch tatsächlich so angefangen. Ich habe gesagt, Mensch, ich habe Stoffe zu Hause, könnt ihr mir einfach Fotos von euren Autos schicken? Wie schaut's da drinnen aus? Und ich suche die passenden Stoffe aus und habe das dann tatsächlich im Kundenauftrag sozusagen genäht. Das war natürlich auch, muss man auch sagen, ein ziemlicher Vertrauensvorschuss der Community. Richtig. Weil es gab ja tatsächlich, die konnten das nie anfassen. Also die haben von Bildern das gesehen, was wir uns da überlegt haben. Die fanden die Idee cool. Und haben gesagt, okay, mach mal. Und sind auch heute immer noch Fans, ohne Scheiß. Also wenn wir es schaffen, dass wir irgendwie uns zusammen bei den Vanlife-Treffen sehen oder wir Aussteller sind und die tatsächlich mit dabei sind, dann hängen die auch wirklich die Sackerl raus ans Auto, obwohl das damals noch gar nicht so weit vorgesehen war, und sagen einfach, das ist das Sackerl, geh zur Ela, lass es dir alles erklären, die sind super. Und da bin ich so dankbar dafür, weil sowas kannst du nicht organisieren. Das passiert einfach oder es passiert nicht. Und ich war halt von Anfang an so akribisch dahinter, es musste eine gescheite Qualität sein. Ich wollte immer was Gescheites machen. Und deswegen ist es auch immer noch so, dass die auch immer noch bei uns in der Gegend produziert werden. Also wir lassen die nicht irgendwo in Fernost oder so produzieren, auch wenn es jetzt dann schon mehrere Stückzahlen sind, sondern es ist wirklich, auch wenn ich selber nicht mehr in der Nähmaschine bin, immer noch made in Bavaria. Oder Österreich, muss ich auch dazu sagen, weil natürlich es nicht mehr so viele Nähfabriken gibt, leider. Das hört sich ja leider alles auf in den Handwerksberufen. Und bei uns in der Gegend wäre dann tatsächlich die nächste Nähwerkstatt in Salzburg oder ist in Salzburg. Und das ist halt von uns Luftlinie, nachdem wir so nah an der österreichischen Grenze wohnen, von, ich glaube, 15, 20 Kilometer. Und deswegen zählen wir die immer noch in unsere Region mit dazu. Und ja. Es ist auf jeden Fall regional, definitiv. Naja, und außerdem, genau. Sissi kommt aus Bayern, Österreich. Also das gehört zusammen. Aber man sind merkt, auch so. ihr brennt für euer Produkt. Das ist immer sehr schön, wenn die Erfinder, die Ideen, die solche Ideen haben, auch dafür brennen. Aber da, um es auch mal abzukürzen, weil ich muss immer auf die Uhrzeit gucken. Wir haben nicht so viel Zeit, leider, weil wir nicht in Düsseldorf geschafft haben. Blödes Corona. Ja. Gibt es denn vom Sackel etwas Neues, was ihr berichten könnt, was in der Pipeline ist oder was ihr gerade frisch gemacht habt? Weil ich glaube, eure Ideen sprudeln. Man könnte das noch machen und jenes machen, kleiner, größer. Vielleicht ein Sackel für das ganze Wohnmobil. Also sagen wir mal das, also machen wir es, zwecks der Zeit machen wir es kurz. Also wir haben ganz aktuell, ist neu auf den Markt gekommen, das XL, womit du schon die Möglichkeit hast, tatsächlich im Auto im Sackerl schon dein Müll zu trennen. Also zum Beispiel Papier und Restmüll. Die wiederverwendbaren Säcke sind auch schon von der Farbe her demnach. Also der Papiersack ist blau, wie halt die blaue Tonne. Kann man sich dann auch leicht merken. Und der andere ist halt grau für den Restmüll. Und somit hat man jetzt eigentlich in Kombination mit dem S tatsächlich ein Mülltrennsystem, wo ich sagen kann, ich kann Biomüll, Papier und Restmüll. Restmüll ist eigentlich respektive dann fast nur Plastik. Ja. Schon im Auto drin. Ich kann mit meinen separaten Beuteln schon hingehen. Ich muss nicht auf dem Campingplatz meinen Müll dann aus der Tüte erstmal rausdrennen, sondern ich habe das schon alles, brauchst nur noch separat in die Container werfen und bin fertig. Und ja, es wird dann Richtung Ende des Jahres wird es noch ein ganz neues Produkt geben. Das wird werden Orgasackerl werden. Es wird ein eigenes Halterungssystem dazu geben.
wo wir versuchen, tote Flächen in einem Kastenwagen oder im Wohnmobil, sagen wir mal, auch für noch zusätzlich in diesen Ecken zusätzlichen Stauraum zu schaffen. Aber das ist so eine Sache, das wird für Ende des Jahres. Und was wir natürlich auch auf dem Schirm haben, was mir auch ganz wichtig ist, dass wir jetzt nicht nur die Kastenwagenfahrer, die natürlich alle eher in die Magnetrichtung denken und die auch natürlich gerne nutzen, wir auch, weil es einfach praktisch ist. Aber es gibt auch Leute, die einfach vom Magnet nicht begeistert sind oder keine Fans sind. Oder es auch nicht sonderlich nutzen können. Oder es nicht nutzen können, weil sie einfach keinen Kastenwagen haben, sprich GFK sozusagen Aufbau haben. Und auch die werden wir in der Zukunft mit bedienen und abdecken können. Also da wird was das Cooles, wir, Halterungsmäßiges es kommen, denke ich. Sind auch die ersten im 3D-Druck schon sozusagen, die ersten Halterungen schon durch. Und ja, wir sind dran und das kommt. Also man merkt, da sprühen die Ideen und da kann man ja schon fast denken, warum ihr eigentlich auch bei Campfire die Ideen ein Gesicht dazu seid. Und jetzt ist für uns die Frage, wie kam es dazu? Wie kam es zu Campfire der Ideen? Für alle, die es noch nicht wussten, Campfire der Ideen, eine Aktion, das könnt ihr eigentlich selber erzählen. Ihr seid Mutti und Papi von Campfire der Ideen. Wie kam es dazu? Alles mal in Schnelldurchlauf. Plus Max. Also wir müssen dazu sagen, dass das natürlich jetzt ein Gemeinschaftsprojekt ist mit dem Markus, Fan for Van. Und genau wir drei hatten dann eigentlich auch irgendwie, also hauptsächlich muss ich sagen, hatten die Jungs die Idee. Und entwickelt hatte sich das Ganze eigentlich bei einem Nachmittagsgespräch durch Zufall, weil ihr... Ja, wir hatten mal drüber geredet, Das war so irgendeine Outdoor-Messe, wo wir uns da getroffen haben. Und da haben wir irgendwie drüber geredet, war ja auch ein bisschen auch wegen Sackel und so weiter. Und das ist ja schon für, wenn du jetzt einfach nur eine Idee hast und noch nicht so wirklich weißt, wird es eigentlich überhaupt was? Oder gibt's da Kunden? Oder du bist vielleicht tatsächlich ein junges Startup, du kannst dir halt nicht einfach eine Messe leisten. Und da haben wir mal so philosophiert, irgendwie, man könnte ja so ein Festival machen, keine Ahnung, dass die alle die Möglichkeit haben, auch so eine Art Outdoor-Messe, irgendwie Startups kriegen dann Stand, können dann ausstellen und alle anderen über Eintrittskarten würden das eigentlich querfinanzieren, dass die halt nicht irgendwie, keine Ahnung, 5.000 Euro für einen Messestand zahlen müssen. Und irgendwie hat sich das dann so weiterentwickelt, dass wir dann bei der CMT gelandet sind. Es war dann sozusagen, also das Schlagwort oder wo man es wahrscheinlich am einfachsten erklären kann, weil es die meisten kennen werden, ist tatsächlich die kleine Höhle der Löwen für die Campingbranche. Genau. Also, aber das hat sich dann irgendwie so, das war die Idee im Kopf, dann hat man da erstmal gar nicht mehr drüber geredet und dann hat man sich irgendwann wieder getroffen und dann hat gesagt, hey, wir haben doch da mal irgendwie die Idee gehabt und das hat sich dann irgendwie so entwickelt. Und dann, muss man sagen, letztes Jahr hat sich das dann irgendwie rasant entwickelt. Weil, ja, zuerst nicht und dann schon. Genau, weil das hat relativ lang gedauert. Dann hatten wir hat der Markus auch den Kontakt zu CMT hergestellt. Und dann haben die gesagt, ja, okay, geile Idee und wir kriegen da die Hauptbühne und so. Und das hat halt schon relativ lange gedauert gehabt. Und dann, ja. Also bis wir die finale Zusage tatsächlich, dass das wirklich alles klappt, weil auch für die Messe war das natürlich kurzfristig. Richtig. Weil und wir waren Ende des Jahres. Die finale Zusage hatten wir zum Ende Oktober bekommen und wir haben dann quasi erst Anfang November starten können mit dem Ganzen. Das überhaupt quasi zu erzählen, wen wir da überhaupt suchen. Ja, und dann halt musst du ja noch irgendwie, dann brauchst du eine Website, dann muss man das noch basteln. Genau. Sich noch ein bisschen Gedanken machen, wie man das tut. Und dann waren wir ja eigentlich der Meinung, ja mein Gott, wir hatten jetzt gar nicht viel Vorlauf, wir konnten jetzt nicht wahnsinnig viel Werbung jetzt über Social Media die Sache bekannt machen. Weihnachten war auch Weihnachten steht dann auch noch vor der Tür, so viel wird's nicht werden. Und dann sind wir halt irgendwie davon, ja, keine Ahnung, wir wären happy gewesen, wenn wir irgendwie so 10 Ideen gehabt hätten. Mhm. Da hätten wir schon gesagt, erste Jahr, auf die Kürze Ideen. Der Zeit, wäre es echt cool. Ja, hinten raus waren es 42. Und dann haben wir echt über Weihnachten und so da hat es uns ein bisschen überrollt. Urlaub war ins Wasser gefallen. Urlaub war dann Campfire, hier E-Mails schreiben und Konzept und Bühnending und hast du nicht gesehen. Und dann ist es natürlich so, wir sind viel unterwegs, der Markus ist viel unterwegs. Da muss man halt immer sehen, dass man es irgendwie telefonisch hinkriegt. Aber sich treffen ist teilweise echt schwer. Also wir haben jetzt in dem Sommer für die nächste Runde, wollten wir einen Termin finden. Weil wir ein Video machen wollten und das sollte natürlich auch schönes Wetter hast du.
wir haben 4 Anläufe gebraucht und das hat dann irgendwie fast 2,5 Monate gedauert, bis wir es dann hinterher in der Bulli-Halle gemacht haben. War eine geile Location, aber letztendlich haben wir gesagt, jetzt ist egal, wir gehen irgendwo rein, weil dann ist egal, ob es schneit, ob es regnet, ob es stürmt oder Sonnenschein. Also auch das sind unsere Hürden, die wir da haben. Genau. Das ja, das war jetzt ein bisschen viel zur Historie. Aber das ist mal wirklich interessant zu hören, weil viele denken immer, ach, das ist ja so einfach. Und gerade wenn wir an unsere jungen Leute, Influencer, ist alles so einfach. Wenn man wirklich was auf die Beine stellen will, das dauert alles. Und das ist ein riesen ein Moorloch an Arbeit. Auf jeden Fall von uns beiden sagen wir jetzt schon mal ein ganz großes Danke, dass ihr euch diese Arbeit macht, weil die Idee ist richtig cool. Wir durften es ja dieses Jahr, Anfang des Jahres auf der CMT sehen. Und es hat so viel Spaß gemacht, als Zuschauer einfach auf der auf der Tribüne zu sitzen und sich das anzuschauen. Das habt ihr wirklich richtig cool gemacht. Muss man hier nochmal sagen. Dankeschön. Danke. So. Ja, und das nächste wird auch noch besser. Also wir sind dran und das wird die nächste Show wird tatsächlich noch eine Steigerung sein. Wir sind sehr also gespannt. Also dranbleiben, es wird nicht langweiliger. Das ist das Lustige, weil das sind die nächsten beiden Fragen. Mal gucken, was das System hier macht. Denn es ist das. Was habt ihr aus der ersten Staffel gelernt? Ich nenne es mal jetzt einfach Staffel. Das ist cool, das ist Staffel, cool, das ist schon geil. Was haben wir daraus gelernt? Also wir haben tatsächlich dadurch, dass es dann auch so schnell so viel wurde, haben wir uns teilweise nicht so viel Gedanken über Rahmenbedingungen gemacht. Also wir hatten damals zum Beispiel keine klaren Teilnahmebedingungen definiert. Wir haben ein bisschen was gemacht, ja. Da haben wir eindeutig daraus gelernt, dass wir gesagt haben, okay, dieses Jahr ist es auch schon anders, die findest du auch schon auf der Webseite, es gibt klare Teilnahmebedingungen, weil sonst kommen wir auch nicht mehr zurecht. Das muss ein bisschen in geordneten Bahnen sein. Das ist auf jeden Fall ein Learning. Kommunikation ist auch so ein Ding, was nicht immer so funktioniert, was aber überhaupt nicht böse gemeint ist. Nur manchmal geht eine E-Mail einfach irgendwie unter. Man hat sie einfach nicht mitgeschnitten. Und das tut uns dann auch leid, aber da sind wir jetzt auch dran, dass das besser wird noch. Die Geschichte ist halt die, es ist halt nicht unser Hauptprojekt. Wir machen das nebenbei. Also wir wollen das unbedingt, wir brennen alle drei dafür. Es ist wirklich eine coole Geschichte. Wir haben super Feedbacks bekommen, sowohl konstruktiv als auch positiv, beides. Aber wir nehmen die konstruktiven Kritiken genauso ernst, beziehungsweise sie helfen uns ja brutal, dass wir halt das auch besser machen können. Und wir arbeiten halt jeden Tag dran, dass es halt auch besser wird. Genau, genau. Und es wird jetzt auch wieder mehr werden. Aber wie gesagt, es ist immer noch nebenbei, es ist nicht unser Hauptding. Und dann hapert es auch manchmal stumpf an der Technik. Ja, dann bist du halt der Meinung, stimmt. Ja, die Website wird sich dann da und da schon freischalten. Ja. Ja, hat sie halt nicht hat getan. Nicht. Ne? Und dann, ja, mein Gott, dann kündigst du es an und dann ist es halt irgendwie 2 Stunden später. Aber das sind manchmal Sachen, das hast du auch nicht in der Hand. Du warst eigentlich prinzipiell der Meinung, du bist vorbereitet und dann funktioniert wieder technisch irgendwas nicht. Aber ich glaube, dass wir schon im Vergleich zum letzten Jahr und schon weiterentwickelt haben. Wir machen mit Sicherheit immer noch nicht alles perfekt, 100%ig nicht. Ich glaube, man kann es auch nie perfekt machen. Und ich denke, es ist immer gut, wenn einfach die Leute oder wenn die Bewerber oder wie auch immer, wer mit uns in Kontakt treten möchte oder wer sich vernachlässigt fühlt, sage ich jetzt einfach mal so, sich bei uns meldet. Es gibt ja alle Kontaktmöglichkeiten. Ja, genau. E-Mail, Instagram, es ist ja egal wie. Also was habe ich am Wochenende gehört? Es ist so herrlich unperfekt. Ja, genau. Und ja. Nicht perfekt ist. Nein, es ist so herrlich unperfekt und wenn man unperfekt ist, ist es perfekt so. Ich habe das Gefühl, es klingt ein bisschen nach Camper Tobi. Genau. Da kennen wir die Videos kennen wir ja. Und ich glaube, dadurch, dass er leider Gottes jetzt bei der zweiten Staffel nicht da ist, wobei ich immer noch glaube, dass ich einfach ein großes Pappmaché machen werde und ihn dann hinstelle, damit Tobi dann das da ist. Das passt perfekt und so bleibt er auch immer in Erinnerung. So, ich gucke gerade, das System meckert noch nicht rum, solange es nicht meckert, wunderbar. Ihr habt schon ein bisschen davon berichtet, denn jetzt ist die Frage, worauf können sich die Tüftler, die sind dann nicht Tüftler, die Ideengeber, worauf freuen, können sich in der neuen Staffel freuen und worauf können sich die Zuschauer freuen? Also generell, was wir ja jetzt schon nach der ersten, nennen wir Staffel, ja schon gemacht haben, ist, dass wir auch bei uns über die Plattform, das können jetzt die neuen, sowohl auch die alten von der letzten Staffel nutzen, im Endeffekt eine Plattform geschaffen haben,
wo sich erstens die Tüftler untereinander austauschen können, weil die haben ja alle ähnliche Probleme. Das sind ja auch alles Probleme, die wir ja im Endeffekt mit dem Sackerl ja auch hatten. Also das sind ganz so banale Sachen, was muss ich denn eigentlich für ein Gewerbe anmelden? Wie läuft denn das hier mit kleinen Unternehmern, solche Sachen? Dass sie sich einfach untereinander schon mal austauschen können, weil die sind ja auch unterschiedlich weit. Du hast Leute dabei, die sind schon seit 3-4 Jahren selbstständig und das war einfach nur eine neue Idee, die können ja auch mitmachen. Oder du hast halt welche, die vielleicht also völlig neu sind und gar keine Ahnung haben. Also die haben da schon mal die Möglichkeit, untereinander sich auszutauschen. Auch Leute aus der Industrie sind mit drin, also zum Beispiel die Jurymitglieder vom letzten Jahr, die sind auch alle angemeldet. Das heißt, auch da können die sich schon untereinander jetzt connecten. Und im Endeffekt auch alle Neuen, die sich anmelden und jetzt ihre Idee einreichen. Also das ist schon mal, und das soll auch noch viel weiter ausgebaut werden, auch noch mit Fachkräften und Spezialisten, wo man dann, die man versuchen damit reinzubringen, dass man auch fachspezifische Fragen zum Beispiel stellen kann. Ja. Dauert alles, aber wir sind auf einem recht guten Weg. Also die Experten sind uns wichtig, weil das halt einfach immer gut ist, wenn man zwischendrin schon mal ein Feedback bekommen kann. In welche Richtung muss es gehen? Soll es gehen? Keine Ahnung. Was brauche ich dafür als Budget? Ist es wichtig? Ist es nicht wichtig? Also es gibt ja 1000 Fragen. Und selbst bei mir, ich habe es ja auch gemerkt, du hast eine Idee im Kopf, du bastelst dir eine Lösung, aber wenn du dann wirklich sagst, ich will dann Business draus machen, ich habe nicht Marketing gelernt, ich habe nicht Buchhaltung gelernt, es sind ja alles Berufe, die du irgendwie dann mitmachst, wo es Ausbildungen dafür gibt und wo du halt irgendwann anstehst. Der eine tut sich da leichter, der andere da, aber es gibt Dinge, da tut man sich überhaupt nicht leicht und wenn man da immer wieder eine Anlaufstelle hat oder jemanden, der halt sozusagen mit dazu helfen kann, das ist uns wichtig, dass wir das weiter ausbauen und dass das dann immer einfacher wird sozusagen und sich eben die Plattform an sich entwickelt und die Leute ihre Unterstützungen bekommen, wie sie es brauchen. Genau, und zur nächsten Staffel generell das Prinzip an sich, dass die drei Ersten irgendwie vor einer Jury pitchen werden, das wird gleich bleiben. Richtig. Zu den Themen, wer in der Jury sitzt und so weiter, da sagen wir jetzt mal noch nichts. Also wir haben, es sind schon ein paar Sachen im Köcher, aber das kommt zu gegebener Zeit. Es wird mit Sicherheit wieder coole Preise geben und es wird mit Sicherheit eine richtig coole Show geben. Und ich glaube, da kann man schon sagen, dass wir da, denke ich mal, schon noch einen Ticken drauflegen zur letzten Staffel. Aber wir können auch nicht zu viel verraten, dafür ist es noch zu früh im Jahr. Das ist ja auch ganz wichtig. Die Leute sollen zur CMT, ich glaube, das können wir verraten. Es findet wie immer auf der CMT statt. Das ist jetzt kein Geheimnis. Ja. Genau. Nein. Und dass wir einfach sagen kann, Leute, kommt am ersten Samstag nach Stuttgart. Ich meine, es ist der 18. Januar, müsste das sein. So blenden wir es ein, falls wir jetzt völlig falsche Daten haben. Auf jeden Fall da hinkommen. Dann lohnt sich, es lohnt sich auf jeden Fall. Die Messe lohnt sich. Aber diese Veranstaltung noch mehr. So, ich habe gerade gesehen, meine Technik sagt mir jetzt genau, wie viele Minuten wir haben. Ich fühle mich jetzt hier wie beim 6 ZDF. 6 Minuten nämlich noch. Mhm. Unfassbar. Kommen wir ganz schnell. Wo wir nämlich beim Kämpfer der Ideen sind. Zeit für ein kleines Spiel. Wer würde er? So heißt das Spiel. Ich stelle euch jetzt 5 Fragen. Die gleichen habe ich auch euer Mitstreiter Markus von Fan for Van gestellt. Und Oha. Ich bin jetzt ehrlich mal gespannt, wie viel Übereinstimmung im Kämpfer der Ideen Muttis und Papis da jetzt kommt, wenn ich die 5 Fragen euch einfach stelle. Und es ist relativ einfach und ich glaube, die erste Frage, gibt es eine Übereinstimmung? Denn ist die Frage, wer würde eher das beste 3-Gänge-Menü kochen? Also nicht der Markus. Ela, auf jeden Fall nicht der Markus, Ela. Definitiv. Also wir sehen eine völlige Übereinstimmung, weil ich kann euch sagen, Markus hat innerhalb von, glaube ich, 2 Sekunden gesagt, ihr beide. Jetzt bin ich gespannt, wer würde eher von euch, also beiden, Markus auf der einen Seite, ihr beiden auf der anderen Seite, ein Jahr lang Social Distance betreiben? Also kein Instagram, kein YouTube, kein nix, wirklich einfach weg. Handy an die Seite. Ein Jahr lang. Ein Jahr lang? Ein Jahr lang. Und wir gelten als eine Person. Ja. Ja. Also wenn einer von euch mal, wo du sagst, Olli würde das machen, dann zählt das dazu. Sonst ihr, einer von euch beiden oder Markus? Das ist schwer. Also bei uns glaube ich nicht, dass wir es schaffen würden. Nee. Und bei Markus kann ich es mir nicht vorstellen. Nee, schwierig. Aber für einen es muss eine Entscheidung geben, oder wie? Okay. Olli. Markus.
weiß nicht, also verstehen. Wir merken, also bei Olli und Ela gibt es selber Unterschiede. Also für euch, Markus meinte, er würde es schaffen. Also er würde es dann eher machen, von euch drei. Also schaffen, glaube ich, würde das nicht, aber er würde es eher machen. Da war ich richtig. Ja, 50-50. Wer würde eher in einem Morello oder Concorde durch die Lande ziehen? Also wir nicht. Nee. Dann muss also ja Markus sein. Markus. Man merkt Übereinstimmungen. Mhm. Wer würde eher seinen Text auf der Campfire der Ideenbühne vergessen? Warum schreibe ich denn solche Fragen? Bin ich bekloppt? Wer würde was? Text? Wer den würde Text. Eher seinen Text auf der Campfire der Ideenbühne vergessen? Wir. Ja. Ihr, habt ihr gesagt. Ja. Ja. Na? Markus meint, also man sieht, wie schön ihr zueinander harmonisiert. Markus würde natürlich behaupten, er vergisst den Text und ihr natürlich nicht. Also das läuft ja perfekt hier. Aber er ist, glaube ich, da deutlich mehr, wie sage ich dazu? Routiniert. Also der macht es da deutlich geübter, routinierter, genau, als wir das tun. Er ist halt ein Professioneller. Und Abschluss. Ja. Wer würde eher einen lustigen Witz auf der CMT-Bühne erzählen? Also während dieser ganzen Show. Also wenn ich jetzt an das letzte Wochenende denke, Markus. Ja, Markus. Markus. Top. Also man merkt, ihr drei gehört zusammen, bis auf Social Media, Social Media war es ja mindestens 0,5, richtig. Also man merkt, ihr passt definitiv zusammen. Jetzt muss ich auch gucken. Zum Abschluss klauen wir jetzt eine Idee von Nico Gutier. Der hat eine Web-Talkshow gemacht und da heißt es immer, jetzt am Ende dürft ihr etwas in die Kamera sagen, was ihr sonst nirgendwo sagen würdet. Also die einmalige Chance, jetzt etwas mal in die Kamera zu sagen, was ihr sonst nicht sagen würdet. Aber ihr müsst euch sicher sein, es wird ausgestrahlt. Ja. Ella. Was sagen wir da? Die Sachen, die mir durch den Kopf gehen, nee. Das ist echt schwierig. Was ich nicht sagen will. Also durch das, dass wir eigentlich immer recht authentisch sein wollen und es hoffentlich auch immer sind, ist das jetzt echt schwierig. Weil wir sagen eigentlich immer, was wir uns denken. Auf was wollt ihr hinaus? Ihr bewegt alle euren Hintern nach Stuttgart auf die CMT. Es wird eine geile Show. Das ist gut. Sehr gut. Das nehmen wir. Das finde ich gut. Alternativ hättet ihr auch einfach nur Mutti grüßen können. Auch das wäre etwas, was man machen kann. Auf jeden Fall sagen wir jetzt, danke euch beiden für eure Zeit. Viele spannende Wochen stehen jetzt bevor, das habt ihr ja berichtet. Wichtig ist, bleibt allzeit gesund und wir freuen uns schon, euch auf der CMT wieder treffen zu können. Es war uns eine Ehre, dass ihr die Zeit euch genommen habt, hier bei unserem Camper Talk mit Olli und Ela von Van Riding. Vielen, vielen Dank. Wir sagen euch danke. Wir sagen euch danke, das war, hat echt Spaß gemacht. Und wir sehen uns auf der CMT, ganz sicher. Definitiv. Da freuen wir uns sehr. Gut. Schön, dass ihr kommt. In diesem Sinne, gesund bleiben. Ja. Genau. Sagen wir für euch in die Kamera, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Das ist doch gut. Oh, hat sich nicht aufgenommen. Nein, war ein Witz. Du bist ja wahnsinnig. Nee, wieso? Dann haben wir jetzt alle Fragen gehört und